Moi, c'est Cousin Jordan. Ça fait 5 ans que je fais de la boxe anglaise. J'ai un combat en amateur pour une défaite. Et là, je vais faire mon deuxième combat, du coup. Et le premier au TBL. Et aussi pour me confronter à des adversaires, pour savoir où moi, je me situe comparé aux autres. Parce que j'espère qu'on fera une belle guerre. Et puis qu'il est prêt, parce que moi, je suis prêt. Und wir rollen in die blaue Ecke. Einen Kämpfer aus Frankreich. Er ist 25 Jahre alt, wiegt 70,3 Kilo. Sein Background ist Boxen und er repräsentiert Frankreich. Das ist sein TBL-Debüt. Jordan Tourdin! Wow, 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 wow! Different levels, I cannot relate. Mm-hmm. You never win if you playing insane. Mm-hmm. It's all a game until you get played. You speaking so loud with nothing to say. Hey, I'm betting it down on me. No cap. They said they ride for me. Whoa. And it talk so bad on me. I know there's no friends in this business. That's why I keep my family close. Let's go. Put in work and secure the bag and then take it back to my foes. It's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know I'm about to warm up. Yeah, it's been a cold, cold summer. Ice in my veins, but you know. Ja, hi, ich bin der Sascha, bin 34 Jahre alt und mein Background ist K1 und Kickboxen. Ich habe schon mehrere Kämpfe hinter mir. Ich habe auch schon beim TBL 1 schon gekämpft gegen einen starken Gegner. Ich habe gegen den Biran gekämpft und jetzt mal schauen, beim nächsten Kampf, wie der ausgehen wird. Letzten Kampf sah schon mal gut aus für die erste Erfahrung. Mal gucken jetzt beim zweiten Kampf. Ich kämpfe bei TBL, weil das für mich eine neue Herausforderung ist. Das ist mir etwas härter als ein Kickboxen oder K1. Das nähert sich halt mehr, ja, ich sag mal nicht Straßenkampf, aber weil es halt Regeln und alles gibt, aber ich denke mal, das ist halt realistischer. Und man kriegt auch dadurch auch mehr Mut, wenn man generell bei anderen Sportarten kämpft. Deshalb kämpfe ich bei TBL. Ja, mein Gegner, dem wünsche ich halt alles Gute und ich hoffe für beiden, dass wir halt ohne Verletzungen vom Kampf rauskommen und genau, das ist halt das Wichtigste. Und dass wir beide auch immer mehr Erfahrung durch diese Kämpfe halt mitbringen. Er repräsentiert Italien und sein TBL-Record ist 0-1. Sascha Ketterfüller Carnazzo! Okay, dritter Kampf, TBL 3, Sascha Carnazzo gegen Jordan Tourdin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ein Italiener gegen einen Franzosen. Das Team aus der französischen Ecke, aus der blauen Ecke, kenne ich tatsächlich. Kennst du? Ja, sind auch aktiv bei King of the Streets. Der Kämpfer selbst jetzt nicht, aber das Team. Ah, immer mal wieder vertreten, oder was? Ja, auf jeden Fall. Trainer auf jeden Fall. Sascha Carnazzo hat bei TBL 1 schon gekämpft, hat wahnsinnig ein Biss, geht immer nach vorne. Wurde gerade ordentlich erwischt.
gute Fürhandarbeit aus der blauen Ecke. Okay. 1-2 von Canazzo. Schön rausgegangen. Die Besonderheit bei den dünnen Handschuhen ist, du hast keine Doppeldeckung. Das heißt, du hast keinen ordentlichen Rückzug. Du musst permanent mit deinem Kopf in Bewegung sein, guter Side-Movement, permanent auf den Beinen. Schöne Körperkombination von Rot. Technisch sehr guter Kampf, kann man nichts sagen. Wen hast du vorne bis jetzt? Schwierig. Hey, komm. Oh. Oh, gut, hab ich hier übrig. Blau geht runter. Noch ist alles offen. War jetzt aus meinem Winkel ein bisschen schwer zu erkennen. Ich glaube, eine rechte Gerade, oder? Müsste eine rechte Gerade sein. Ich habe es auch nicht ganz gesehen. Ich habe unerwartet, aber jeder Schlag kann hier der letzte sein. Die Handschuhe geben fast kein Polster. Blau kommt zurück mit einem guten Rechten am Kinn und die erste Runde ist vorbei. Distanz zu kontrollieren. Rote Ecke weicht gut aus und kontert sofort. Hat er auch einen Schlag abbekommen. Aber trotzdem weiter nach vorne, so direkt wie du gesagt hast am Anfang. Ne? Lässt ihn nichts nehmen. Der ist zum Gewinnen hier. Beide konditionell noch voll da. Ah, ist sehr schön anzuschauen. Zuschauerfreundlicher Kampf. Hat gefährlich über hinter die blaue Ecke, gell? Der blaue. Ah, versucht hat eine Doppeldeckung. Wird mit denen Handschuhen nicht so erfolgreich sein. Sascha Canazzo ist schon 34 Jahre alt, 1,68 Meter groß. Von dem Alter merkt man nichts. Nee, würde ich behaupten. Ne? Der zeigt die Erfahrung, spielt die Karte aus. Hat er permanent die Fürhand vorne, probiert die ganze Zeit seinen Gegner zu irritieren, bereitet die Kombinationen gut vor, taucht auf, weicht aus. Okay, das Volumen ist schon ein bisschen raus. Die Schlagzahl ist ein bisschen niedriger geworden. Es geht so lange weiter, bis der Ringrichter unterbricht. Also der Kämpfer hat nicht die Möglichkeit, selber den Kampf zu unterbrechen. Guter Rechter. Und wieder kurz vor Schluss runter. Und wieder ein Rechter. Nochmal hoch. Die Runde rettet nicht. Er muss den Punkt durch das dem Ringrichter signalisieren, dass er weitermachen will.
Okay, dritte Runde, los geht's. Sascha wieder abwartend, wissend, dass er die ersten zwei Runden im Sack hat. Er wartet halt echt auf den Konter, ne? Das ist halt echt zum schön. Hat hier moniert, dass er mit den ausgestreckten Fingern nach vorne geht. Das ist natürlich gefährlich bei den offenen Handschuhen. Jetzt kommt der Tyson raus. Es wird wild. Wieder am Anfang sagte, sehr zuschauerfreundlicher Kampf. Sascha schaut hier nicht aus, als würde die Runde abwarten, gewinnen wollen, sondern geht ja trotzdem komplett nach vorne. Okay, was haben wir hier? Einen Augenstecher? Ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen. Irgendwas am Auge, oder? Na, scheinbar, ich hab's nicht gesehen. Scheinbar deutet einen Augenstecher an. Aber das. Will er hier aufgeben? Will er hier raus? Wenn es ein Augenstecher war, hat er hier bis zu fünf Minuten Zeit, sich zu erholen. Man könnte hier den Ringarzt. Er signalisiert, weitermachen zu wollen, also er ist dabei. Okay, weiter geht's. Okay, Canazzo gleich wieder mit dem Konter nach vorne. Okay, kommt durch mit die blaue Ecke, kommt durch mit dem rechten Gerang, wieder rechter Haken. Aber er lässt sich nichts anmerken, Canazzo. Und wieder mit links, rechts. Blau scheint mir nicht ganz so mit dem Druck klar zu kommen ab und zu. Ne? Hält ihn schön auf Distanz, aber dann, wenn der Druck kommt. Du als Kämpfer kennst das, wenn du jemanden triffst und er zeigt keine. Er zeigt nicht, dass ihn die Schläge von dir wehtun, auch wenn du 100% reingelegt hast. Das deprimiert. Das macht dich von innen heraus kaputt. Und das, ich glaube, mit sowas hast du zu kämpfen, wenn du gegen Canazzo hier kämpfst. Der geht nach vorne. Der schaut, der könnte hier abwarten, der könnte hier rumtänzen. Der hätte die Runde eigentlich im Sack. Geht hier volles Risiko und die rechte sitzt nochmal. Und die letzten 10. Blaue Ecke, muss noch was kommen. Und der geht fast runter. Und was ist das für ein Wahnsinn? Er muss nochmal anzeigen, dass er da ist. Kampf ist vorbei. Kampf, Applaus von beide Kämpfer! Wir haben aber trotzdem einen Sieger. Und der Sieg geht an die rote Ecke, Sascha Canazzo! Hey! Very nice job, huh? Very strong fight. Yeah. Okay, thank you. It was a very beautiful fight. Thank you. Sascha,
erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und genau deswegen liebt dich das Publikum, weil du mit dem ganzen Herzen kämpfst und immer nach vorne gehst. Ich weiß, du hast dich alleine vorbereitet. Du bist auch alleine hier angereist, komplett alleine, ohne Ecke, ohne Trainer, einfach so. Sag ein paar Worte. Also, erstmal herzlichen Dank, dass ihr alle heute gekommen seid, um unsere Kämpfe zu schauen. Und dann geht noch ein Dankeschön an meine Ecke, die mir heute als Assist sehr gute Tipps gegeben hat. Und dann an den Organisator, an Konstantin, ein super Mensch. Und ich bin eigentlich mit noch einer Rede gekommen, die vielleicht nicht vielen gefallen wird. Vor allen Dingen nicht den Konstantin. Leider ist es auch Zeit gekommen, mich von diesem Kampfsport zu verabschieden. Das war heute mein letzter Kampf bei TBL. Ich wollte es in den härtesten von den Kampfsportarten, finde ich, hier bei TBL, weil man die ganze Zeit nur mit Boxen, nicht einfach mit Greifen, MMA-Handschuhen, da geht man einfach nach vorne und da braucht man viel Ausdauer und sehr viel Intelligenz, um zu überstehen. Leider habe ich eine Familie, ich habe ein kleines Kind. Es braucht viel Zeit und die brauchen mich auch. Und ich muss irgendwo 100% geben. Und wenn ich hier 100% gebe, muss ich irgendwas vernachlässigen. Und ich will nicht meine Familie weiter vernachlässigen, auch nicht mein Kind. Sorry, ein bisschen Emotion. Danke an alle. Sascha Carnazzo. Jordan. You showed a really strong character. It was an amazing fight. How did you like to fight here at TBL Germany? Say a couple of words. Comment tu te sens? Comment t'as senti? Qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que t'es content de cette prestation? Vas-y, parle, parle. Je te traduis. Vas-y. Là, je me sens un petit peu déçu au vu de ma préparation. Je suis tombé. It's difficult for me to accept this. This turn of the fight. Je pensais pas tomber sur un adversaire aussi dur. It's unbelievable for me to take an opponent very, very, very strong. Il m'a surpris et maintenant je vais retourner à l'entraînement pour modifier tout ça et puis je reviendrai encore plus en forme. I'm very surprised of this technique of this fighter. And it's important for me to say to all people, I'm going to train more hard to learn for this fight and return for the take and another fighter with him. Would you like to fight at TBL4? Would you like to fight here one more time? Applaus an Jordan, wir werden ihn nochmal bei TBL sehen.